Herzlich willkommen zu diesem coolen Video. Wir haben heute den ersten Gast in dieser Sofa-Ecke oder Chill-Ecke, Interview-Ecke. Das ist der liebe Lionel. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Ich will gar nicht, wie bei den Livestreams jeweils, gar nicht um den heißen Brei rumreden. Du kannst dich doch einfach mal vorstellen. Ich denke, ein paar kennen dich vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und ja, was sind so deine Projekte? Was machst du so? Und ja. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier die Premiere übernehmen darf. Das ist eine ganz große Ehre. Mein Name ist, wie Thomas schon gesagt hat, Lionel. Ich habe fast 5 Jahre lang in der Schweiz schweizerdeutsche Videos produziert und wurde zum größten schweizerdeutschen YouTuber. Mittlerweile ist der Kanal nicht mehr der allergrößte, aber hat immer noch, die Abonnenten sind noch treu geblieben, obwohl nichts Neues kommt. Seit Juli produziere ich Videos auf Chinesisch und versuche dort eine Festlandchinesische und taiwanesische Zielgruppe aufzubauen, also ein Publikum aufzubauen. Aber das ist jetzt alles in den Startschuhen, also da steht noch einiges an, aber noch ist nicht viel online. Und ich bin auf den Thomas vor etwas mehr als einem Jahr aufmerksam geworden, als eine Zeitung namens Watson über ihn einen Artikel geschrieben hat. Und ich war sofort begeistert vom Inhalt des Kanals. Ich kannte ihn zuvor gar nicht, aber ich habe ihn auf der Stelle abonniert. Und vor allem hat es mich wirklich aufgeregt, dass die Kommentare da unter diesem Artikel überhaupt nicht das Potenzial hinter Thomas' Kanal gesehen haben. Und ich bin sehr froh, dass ich das gesehen habe und jetzt hier sitzen darf. Das ist eh so ein, also dieser Artikel, das war so ein klassischer Artikel, wo ich einfach gebasht worden bin, glaube ich. Aber da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Anderes Thema, heute geht es ja um dich. Und also ich finde es mega spannend. Eben, du machst ja auch YouTube. Ich mache ja auch YouTube und den Blog und so weiter. Aber du machst es in einer völlig anderen Nische. Und du machst es ja so gesehen auch nebenberuflich, wenn man das so sagen kann, weil du studierst ja auch noch Jura, oder? Genau, das ist sehr überraschend. Als ich zum Beispiel die schweizerdeutschen Videos produziert hatte, dachten alle, ja, ich bin halt ein YouTuber und hatten nicht wirklich damit gerechnet, dass ich nebenbei noch etwas mache. Aber ich mache das gar nicht nebenbei. Ich bin eigentlich Student. Der ganze Online-Auftritt ist nur ein Hobby. Also natürlich, ich verdiene auch Geld damit, aber eigentlich mache ich das nur, wenn ich Zeit dafür habe und nicht als Haupterwerb. Und auch hier jetzt zum Beispiel mit den chinesischen Videos ist die Überlegung auch wieder ein bisschen langfristiger. Ich denke mir dann, wenn ich es schaffe, Anwalt zu werden, und dann in der Schweiz Chinesen mal einen Anwalt brauchen und meine Videos kennen, die kommen dann eventuell zu mir. Und dann kann ich jetzt schon ein bisschen früher auf diese Weise möglicherweise Kunden akquirieren. Also das ist auch eine sehr spannende Sache, weil man muss sich ja dann auch überlegen, für die jetzt, die nicht so im Social Media Game dabei sind, es reicht schon nur, dass man eine Person kennt, den Namen kennt und schon auch ein bisschen vielleicht gesehen hat, oh okay, die Person ist aus der Schweiz, man hat sie ein bisschen verfolgt und jetzt merkt man, ah, das ist auch ein Anwalt oder ein angehender Noch Anwalt. nicht. Ja, und das sind dann solche Connections, da können dann schon auch irgendwelche Business Deals dann auch entstehen. Also finde ich auch sehr, sowas wie eine Visitenkarte kann man sagen, aber es macht auch Spaß, die Videos und Genau, so ich weiter. wollte nämlich gerade das noch anmerken. Es ist nicht so, dass ich das einfach mache, weil ich später mehr Geld verdienen will. Das ist überhaupt nicht so. Ich könnte das nicht machen, wenn es mir nicht Spaß machen würde. Und ich liebe es, das Video zu produzieren. Wenn ich draußen bin und etwas aufnehme, oder wenn ich drinnen bin und jetzt gerade kürzlich habe ich beispielsweise 2 Videos gedreht, wo wir Snacks probiert haben, die von dort kamen. Und die einen Snacks waren hervorragend und die anderen waren jetzt echt speziell, muss ich mal sagen. Und das Video hat so Spaß gemacht, weil auch ich ein bisschen überrascht wurde. Sowieso bei den chinesischen Videos, ich bin ja so komplett außerhalb der Komfortzone. Oftmals muss ich vor dem Video nochmal einzelne Wörter übersetzen und Oder mich, ja, nachschauen nachschauen, oder überlegen, wie sage ich jetzt das ganz genau oder wie macht das oder die grammatikalisch. Aussprache oder so, Genau, genau. absolut. Und ich lerne auch etwas dabei. Ich merke richtig, es ist eine Challenge, es ist eine Herausforderung. Es ist nicht so, dass ich das einfach runterblättern kann. Das war auch der Grund, weshalb ich mit den schweizerdeutschen Videos aufgehört habe. Es wurde zur Routine. Es war nicht mehr dieses Kribbeln dabei, wenn man am Morgen mit der Kamera und dem Mikrofon auf die Straße geht. Weil du halt 5 Jahre hast du das ja gemacht mit dem Blog? Viereinhalb. 4,5. Und also ich kann absolut nachvollziehen, dass wenn es irgendwann zur Routine wird, dass man einfach keinen Bock mehr drauf hat und dann entweder das Projekt wechseln muss oder im Projekt für Neuerungen sorgen muss. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie Live-Umfragen oder so, dass es gelivestreamt wird auf Twitch oder so. Das wäre dann nochmal was völlig anderes gewesen, weil dann kannst du ja auch nicht mehr zusammenschneiden und das würde ja dann auch gehen und das wäre dann eine neue Challenge. Aber du hast dir wahrscheinlich einmal gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf das Thema. Ich will ein anderes Thema abdecken. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir auch ähnlich. Ich habe nicht keinen Bock auf Finanzthemen.
Aber ich möchte auch ein bisschen mehr Reselling-Videos machen und darum habe ich auch dieses andere Projekt, jetzt Spielkoyote, wo ich jetzt halt über Trading Cards und Co. Videos mache. Und das ist ja völlig ein anderer Schwerpunkt als jetzt Aktien- oder Dividenden-Videos. Würdest du sagen, du hast alles gesagt, was man zu Aktien und Dividenden jemals sagen kann? Also das Ding ist halt, und ich hab das Glück, dass ich so ein bisschen nicht wirklich der Wissenschannel bin, sondern mehr so ein finanzielles Tagebuch. Und weil es halt das ist, kann ich nie alles gesagt haben, weil ich werde immer neue Learnings machen. Und das Depot wird im Idealfall immer weiter wachsen oder auch mal vielleicht Crashes erleben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nie nichts zu berichten haben, weil es ist immer irgendwas bei meinen privaten Finanzen los, wo ich dann sagen kann, hey, jo, jetzt läuft es gerade nicht so gut oder jetzt läuft es wieder besser oder wegen dem und dem. Und das ist also der Nachteil, wenn du jetzt nur ein Wissenschannel wärst. Du kannst ein Dividendenvideo machen und du erklärst, was eine Dividende ist, dann musst du aber nicht mehr nochmal ein Dividendenvideo in der Regel machen. Außer du machst es noch ein bisschen besser, wo du es besser erklärst. Und das ist dann so ein bisschen der Punkt. Ich denke mal, so als Introduction, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, du bist eigentlich nebenberuflich oder nebenbei YouTuber. Aktuell jetzt sogar chinesisch eigentlich, du machst hier ja chinesische Videos, aber hauptsächlich bist du eigentlich Jurastudent und du hast so ein bisschen das Ziel, du möchtest eben Anwalt werden und du möchtest das halt als Leidenschaft weiter fortführen, die YouTube-Videos jetzt einfach mit einem neuen Themenbereich. Also sehr, sehr coole Sache, also feiere ich absolut. Und ja, kommen wir vielleicht jetzt auf, ja, zum Kern des heutigen Videos. Wir wollen ja, also ich habe nichts vorbereitet, ihr kennt mich ja, ich mache es immer sehr spontan, habe es ihm vorhin auch erklärt, dem Lionel. Und ja, du wolltest ja auch vorhin so ein bisschen über das Mindset reden, vielleicht auch so ein bisschen über Prinzipien vom Leben, ob das jetzt Business ist, Lernen oder in der Karriere und so weiter. Und wir haben vorhin kurz auch darüber gesprochen, Rich Dad, Poor Dad, Cashflow Quadrant hast du auf deiner Leseliste. Und ja, ich würde sagen, steigen wir doch da mal direkt ein, so ein bisschen ins Mindset. Über was möchtest du da reden? Ja, mir ist in den letzten 2 Monaten hatte ich Gelegenheit, sehr vieles zu hinterfragen, ob ich Sachen richtig mache, ob ich Sachen vielleicht verbessern könnte. Eben unter dem Motto Self-Improvement bin ich da viele Sachen angegangen. Mir ist etwas wahnsinnig aufgefallen. Ich denke, ich kann da vielleicht auch für andere sprechen. Und zwar, dass ich viel zu viel Zeit mit meinem Handy verbringe. Also wirklich unglaublich viel Zeit. Und die Idee, dass das Handy ein Arbeitsgerät sein sollte und nicht ein Unterhaltungsgerät, das ist mein Ziel für dieses Jahr. Ich möchte aufhören, das Handy als Unterhaltung zu sehen, weil es kostet mich Zeit, die ich nicht wieder zurückbekomme und ich verschwende diese Zeit eigentlich. Vor allem das ganz Schlechte daran ist, dass du auf dem Handy die ganze Zeit Unterhaltung vorgesetzt bekommst. Das heißt, dein Hirn schüttet die ganze Zeit Dopamin aus. Und wenn du das einmal nicht hast, dann bist du eigentlich ein bisschen wirklich körperlich am Arsch, weil das Hirn, das regelt ja auch den ganzen Körper. Und wenn dir deine Dopamindosis, deine tägliche irgendwie fehlt, dann hast du wirklich eine gewisse Entzugserscheinung. Und es gibt ja Leute, die sind süchtig nach Glücksspiel, das ist auch wieder Dopamin im Spiel. Ja, im Spiel. Es gibt Leute, die sind süchtig nach anderen Drogen, aber es läuft oft über diese Reaktion im Hirn. Und ich habe gemerkt, was bei mir am allermeisten darunter leidet, ist die Disziplin. Weil wenn man sich mal den Arsch aufreißen muss, ist das eine Situation, wo man kein Dopamin bekommt. Und sofort, wenn man sich gewohnt ist, immer wieder mal nach irgendwie 20, 30 Minuten das Handy aufzumachen, irgendwie auf Facebook ein bisschen zu browsen oder so. Ja, das ist eine Katastrophe. Man kann sich nachher nicht mehr länger als das konzentrieren, weil man das Bedürfnis hat, wieder daran zu gehen. Und ich möchte mich da einfach verbessern. Ich verschwende diese Zeit und ich hasse es, dass es so ist. Also ich verstehe absolut, was du meinst. Ich kenne das auch. Es gibt da aber so ein paar, also Tricks will ich es jetzt nicht nennen, aber also man muss sich überlegen, das, was ich ja mache, ist auch sehr Großteil basierend auf Social Media. Und das, was du eigentlich ja auch machst, nebenbei ja auch. Und du musst halt überlegen, grundsätzlich stillt das dieselbe Sucht. Ja? Es schüttet auch Dopamin aus. Der Unterschied ist einfach, beim einen hast du noch was davon im realen Leben und beim anderen hast du einfach deine Zeit verschwendet. Und da ist halt so ein bisschen der Trick, in meinen Augen zumindest, wenn die Möglichkeit besteht, so eine Sucht auch für sich selber verwenden zu können in einem gewissen Maß. Ja? Also das heißt, ich würde von mir behaupten, ich bin zu einem gewissen Grad Social Media süchtig, ja, aber es ist nicht so, dass ich, weil ich diese Sucht habe, deswegen in anderen Aspekten oder finanziellen Aspekten einen Nachteil habe. Weil sehr oft haben diese Leute dann finanziellen Aspekten einen Nachteil,
weil sie dann Dinge kaufen, die sie als Werbung sehen oder zum Beispiel einfach ihre Zeit verplempern und sozusagen diese nicht für Projekte einsetzen oder irgendwie weiterzukommen in der Karriere oder sonst irgendwas. Und da hat man so den Trick so ein bisschen, nehmen wir an, jemand, der spielsüchtig ist, ja? Wenn er jetzt Twitch-Streamer wird und damit erfolgreich wird, jetzt musst du dich die Frage stellen, okay, er ist zu einem gewissen Grad spielsüchtig, aber was ist, wenn das jetzt seine Karriere ist? Ist er dann ein Workaholic oder ein Spielsüchtiger? Ja, ich denke, der Unterschied ist einfach, ob du konsumierst, also ob du Inhalte konsumierst oder produzierst. Genau. Ich denke, wenn du am Computer oder wenn du auf Social Media bist, weil du etwas hochlädst, weil du Tags in die Videobeschreibung dazufügst, weil du einfach am Arbeiten bist, dann zählt das nicht. Ich glaube, was ich mehr angesprochen hatte, oder das zählt nicht, ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff. Aber dann, um deine Worte zu verwenden, dann bringt es dir ja auch etwas, weil Genau. Aber du du bist verwendest die trotzdem Zeit. süchtig danach zu einem gewissen Grad. Ja, Weil, ja. schauen wir es mal als Unternehmensperspektive an. Alphabet, das ist YouTube. Alphabet ist scheißegal, ob du ein Produzent oder ein Konsument bist. Du bist so oder so ein Konsument von Alphabet-Produkten oder Dienstleistungen. Und das ist der Witz an der Sache. Wenn man das von dieser Seite anschaut, ist, ob du jetzt YouTube-Creator bist oder YouTube-Schauer, sind beides Konsumenten. Ja? Und im Prinzip bietet in diesem Fall YouTube eine Plattform für Menschen an, die beides konsumieren im Prinzip. Und sie sind eigentlich nur der Mittelmann. Und sie verdienen dabei Geld, währenddem sich Menschen untereinander connecten. Und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wenn man das mal so ein bisschen gecheckt hat, ist eigentlich produzieren dasselbe wie konsumieren. Nehmen wir an, du hast jetzt einen Blog aufgebaut. Du konsumierst gleichzeitig, währenddem du produzierst, aber auch WordPress. Du musst es konsumieren, WordPress. In dem Sinn, du musst es verwenden. Und für ein Unternehmen ist nur wichtig, dass du das Produkt oder die Dienstleistung verwendest. Egal auf welcher Seite du stehst oder ob du einen Arbitrage machst und damit noch mehr Geld verdienst. Das Unternehmen will nur, dass du auf der Plattform bist oder das Programm benutzt. Und wenn du es mal von dieser Seite anschaust, dann wird dieses süchtig sein wischiwaschi. Ja? Ich Und verstehe. dann musst du halt schauen, okay, möchte ich die Person, wie du angesprochen hast, süchtig sein nur nach Konsumieren und ich habe nichts davon? Oder in Anführungsstrichen süchtig danach sein, aber ich habe immer noch was davon und kann mir mein Brot kaufen und die Miete zahlen. Und du kannst das machen, was du gerne machst. Auf jeden Fall. Aber dennoch, wenn du einen Inhalt produzierst, erfordert es doch ein bisschen mehr eine gewisse Disziplin. Genau. Es kann nicht sein, wenn du zum Beispiel nur ein Facebook-Video guckst oder ein YouTube-Video guckst. Niemand zwingt dich, dieses Video vom ersten Moment bis zum letzten Moment Nee. zu schauen. Du kannst jederzeit das Handy ablegen und dir irgendwie einen Toast machen oder sowas als Beispiel. Aber wenn du am Computer sitzt und einen Inhalt produzieren möchtest, du musst einfach mal daran Genau. bleiben. Du musst einfach mal arbeiten. Und das geht nur über Disziplin. Und wenn du es dir angewohnt hast zu konsumieren zwischendurch, dann leidet ich würde mal sagen, die Produzentendisziplin, Also könnte die man das nennen. Produktivität einfach. Du Ja, bist halt genau. langsamer. Genau. Also sprich, du hast dann für ein Video, wo du vielleicht 5 Stunden hättest, hast du dann 10. Genau. Weil Pausen dazwischen hast du Und viele. das verursacht dir zusätzliche Kosten, weil du könntest in diesen 5 zusätzlichen Stunden, die du jetzt gerade aufgewendet hast, ein zweites Video Ja, produzieren oder oder so. Sport machen oder Oder irgendwas ja, anderes oder einen machen. guten Burger essen. Genau. Keine Also das ist schon so auch eine philosophische Frage, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich würde nur, also ich würde es nicht zu krass, zu ernst nehmen, aber schon so auch drauf schauen. Also wir haben es vorhin auch kurz besprochen. Wenn ich so richtig fokussiert arbeiten will, dann habe ich so eine 4-Stunden-Playlist von SimCity. Ich Die muss das höre ich dann. ausprobieren. Oder halt, und ich sage mir halt, solange diese Playlist durchläuft, arbeite ich fokussiert. Da gehe ich nicht ans Handy. Höchstens, wenn ich gerade danach will, mache ich eine Story, aber dann gehe ich sofort wieder raus aus Instagram. Weil für mich ist halt, das Ding ist, wenn du das ja beruflich zum Teil auch machst, dann machst du auch trotzdem den Content, weil du machst jetzt gerade was, worüber du kurz auf Story berichten wirst. Es unterbricht zwar deinen Workflow, aber es gehört halt im Big Picture trotzdem noch zu deiner Arbeit. Ja. Du darfst dann aber nicht hängen bleiben. Das heißt, du musst nur die Story aufmachen, Story posten, wieder raus. Ja. Und nicht dann noch kurz 5 Minuten scrollen. Das kann schnell Ja, passieren. genau, das ist Das heißt, es. das muss Die man unter Kontrolle dann halten. Plattformen laden dich ja auch förmlich dazu ein. Die wollen ja, dass du das tust, weil je mehr Stories du guckst, desto mehr Werbung können sie dir auch wieder anzeigen. Sie verdienen ja daran. Aber ich denke, was hier vielleicht für mich persönlich noch ein Problem ist, ich kann keine Workflow-Musik laufen lassen, wenn ich ein Video schneide. Ich habe das nicht ausgelagert. Ich muss den Ton des Videos hören. Und dann ist es natürlich weniger spektakulär, weil das ist manchmal geht es Aber hoch, manchmal. Blogbeitrag. Beim Blogbeitrag geht das natürlich besser. Das ist klar. Aber ich meine, ich muss jetzt zugeben, ich war noch nie 4 Stunden an einem Blogbeitrag, ehrlich gesagt. Du musst halt, also vielleicht ist es auch zum Blog, du musst halt gebatcht arbeiten. Ich schreibe nie einen Blogbeitrag. Ich schreibe direkt 4, 5 Stück.
Fair oder enough. vielleicht auch 3 Stück. Also eigentlich 45 Minuten pro Blogbeitrag. Zum Beispiel, ja. Oder eine Stunde. Aber dann habe ich ihn nur geschrieben. Ja. Dann das Bild mache ich in einem späteren Workflow und die Tags. Das Ding ist halt, mein Blogbeitrag ist dann noch auf Chinesisch. Das heißt, ich brauche die Inputs meiner Freundin oder anderer Freunde. Meine Freundin kommt aus Taiwan. Ja. Und die schauen dann auch die Grammatik an und sagen mir, ja, da musst du nochmal drüber oder hier. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Wobei ab und zu das ja natürlich auch so ein Markenzeichen ist, dass es auch real ist. Also zum Beispiel bei mir ist auch so, ich habe auch Schreibfehler drin. Viele Leute schreiben mir, ja, das ist ein Schreiben, ich lasse es trotzdem drin. Ich meine, come on, das ist auch ein bisschen kleinlich. Nee, aber das, nee, es sind teilweise wirklich so simple Sachen, weil ich verwechsel immer das mit einem S, mit zwei S, solche Sachen, aber ich lasse es dann halt einfach drin, weil das ist so wie so ein Statement, es juckt trotzdem niemanden. Es hat ja trotzdem geklappt und es klappt immer noch und es juckt niemanden. Ich meine, im Endeffekt verstehen die Leute nach wie vor, was du sagst. Eben, das ist ja der Punkt, das ist eben dieses Statement, so, es ist... Zum Beispiel auch, was ich nicht so der Fan bin, vielleicht auch, wie ist es Perfektionismus? Was kommt dir da in den Sinn zu diesem Wort? Ich finde, Aufwand und Ertrag ist dann noch ein bisschen wichtiger als Perfektionismus, weil wenn man dann, es ist ja diese 80-20-Regel. Genau, ne? Pareto-Prinzip. Genau, das war das Wort, was ich gesucht hatte. Und ich glaube, die letzten 20% zur Perfektion, dass ich da nochmal 80% meiner Energie reinstecke, das muss man dann schon abwägen. Machst du das oder lässt du das bleiben? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr so nach dem Prinzip, man startet mit Quantität und dann leidet die Qualität drunter und mit der Zeit machst du langsam den Wandel zur Qualität, weil du dir die Ressourcen leisten kannst, weil du Freelancer hast, vielleicht Mitarbeiter irgendwann und so weiter. Und dann irgendwann, wenn du es dir leisten kannst, kannst du dann auch an dieser Perfektion arbeiten. Ja. Aber das dauert in der Regel Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt oder mehr, bis du dieses Perfektionslevel erreichst. Das heißt, für mich ist so am Anfang mehr Quantität und dann langsam graduell, also zum Beispiel, ich habe jetzt, also wann war das jetzt? Während Corona habe ich wirklich Vollgas gegeben, da habe ich nur Quantität gemacht. Was der positive Effekt ist, du musst neue Workflows wissen. Ja. Wenn du jeden Tag ein Video machst, jeden Tag einen Stream, du musst einen anderen Workflow haben. Der Workflow, wo du 3 Videos pro Woche hast oder ein Video pro Woche, funktioniert nicht bei 7 Videos pro Woche und 7 Streams pro Woche. Und dann denkst du automatisch anders und du musst Probleme anders angehen. Das ist dann so ein Approach, der dir dann auch später hilft, wenn du Perfektionismus betreiben willst, dass du dann weißt, okay, ich muss den Prozess so streamlinen und ich muss mir diese Leute dazu holen, damit das dann auch in der Qualität und mit der Quantität passt. Da wären wir auch wieder so ein bisschen beim Stichwort Disziplin. Also ich schätze mal jetzt, dass du da jeden Tag einen Stream produzieren konntest, erfordert ja auch sehr viel Disziplin von deiner Seite aus. Aber es ist Burnout-Gefahr nach einer gewissen Zeit. Wie geht's dir? Also jetzt geht's mir gut, aber hätte ich das jetzt nochmal, also ich habe das 3 Monate oder so gemacht, hätte ich das nochmal 3 Monate gemacht, dann wäre Burnout schon möglich gewesen, obwohl ich es gerne mache. Darum auch, also ich weiß nicht, wie du das kennst, was ist so dein Wochenablauf aktuell? Jetzt habe ich gerade Semesterpause, also es ist ein bisschen relaxter. Ich konnte auch sehr viel Ressourcen in den neuen chinesischen Kanal investieren. Sobald allerdings das nächste Semester anfängt, wird es wirklich sehr stressig, denn mein Studiengang wird reformiert und alle Fächer in der alten Studienordnung finden nur noch ein einziges Mal statt. Und wenn man die bis dann nicht ganz gemacht hat, macht man den Bachelor quasi mit der neuen Studienordnung fertig und hat solche Umbuchungsregeln. Ein Bestandteil der Umbuchungsregel ist, dass man eine relativ umfangreiche Bachelorarbeit schreiben muss, was ich momentan noch nicht machen muss. Ich möchte das nach Möglichkeit verhindern, dass ich das, vor allem, dass ich nicht irgendwie Credits, also dass ich nicht irgendwie investierte Zeit nachher verliere. Ja. Heißt, das nächste Semester wird sehr, sehr stressig. Okay. Ich muss mir noch da überlegen, wie der Workflow sein wird, aber wahrscheinlich werde ich einfach... Das, für mich ist das Wichtigste, dass ich jeden Morgen zur selben Uhrzeit aufstehe. Okay, ja. Keine Ahnung warum. Ja. Also, dass du halt hast du auch eine Morgenroutine oder nicht? Ich esse seit, jetzt bin ich 22, ich glaube, ich esse seit 19 Jahren jeden Morgen ein Müsli. Also so ein okay, das ist deine Morgenroutine. Heißt das auf Hochdeutsch auch Müsli? Cornflakes, Müsli, keine Ahnung. Ich glaube schon Müsli. Das ist die Morgenroutine, ja. Was ist deine Morgenroutine? Also ich habe schon eine dedizierte Morgenroutine. Also ich stehe halt auf, dann also putze ich die Zähne, das ist mein erster Step, dann trinke ich einen halben Liter Wasser. Dann mache ich 40... Genau, einen halben Liter. Ja, genau, also einfach 2 Gläser Wasser. Ja. Das sind halt 0,25. Dann mache ich 40 Liegestütze, dann 10 Minuten meditieren und dann 30 Buchseiten lesen. Und das schon seit Jahren. Und wie viel Zeit geht da darauf? Das ist schon eine gute Stunde. Das mache ich immer, auch wenn ich in den Ferien bin, auch wenn ich krank bin, egal wann. Ich habe jetzt den Streak, ist glaube ich
Also schon 3,5 oder 4 Jahre ist der Streak und noch kein Tag ungebrochen. Und Wow. bei mir gilt aber, wenn ich einen Tag durchmache, nicht, also es ist wie, also nach dem Aufstehen. Weißt du, also wenn ich einen Tag durchmache, so eine Nacht skip, habe ich ja nicht, weil ich habe nicht geschlafen, Ja. darum brauche ich keine Morgenroutine. Ja. Also das heißt, also ich habe es jetzt noch nie geskippt in 4 Jahren ungefähr. Wow. Und hat sich denn dein Tag nachher verbessert oder irgendwie Ah, ich habe nur geändert? noch geile Tage. Du hast nur noch geile Weil Tage ich immer so starte, also oben. ich nehme auch das Handy erst wieder in die Hand, wenn ich fertig bin mit der Routine. Es gibt Ausnahmen, wenn jetzt der Pöstler klingelt, ich bin noch nicht wach und ich muss mit Twint was bezahlen, dann muss ich es in die Ja, Hand das nehmen. ist was anderes. Aber grundsätzlich nein, also das ist top, wenn du halt so eine fixe Routine hast und ich mache die auch in den Ferien, auch wenn wo ich in Ägypten gewesen bin, auch gemacht. Also da gibt es keine Ausnahmen. Um welche Uhrzeit stehst du denn normalerweise auf? Früh oder Unterschiedlich, spät? Ja, unterschiedlich. Also unterschiedlich. zum Beispiel, ich hatte Zivilschutz bin ich ja und Ja. dort hatte ich mal so eine ganze Woche, also mit Übernachtung und alles. Und auch dort habe ich es gemacht. Ich musste dann einfach irgendwie 1,5 Stunden vorher aufstehen, bevor alle anderen aufstehen, damit ich meine Morgenroutine machen kann. Wahnsinn. Und da habe ich es halt auch durch. Also, das ist für mich so wie, das nimmt mir niemand, ist mir Okay. scheißegal. Aber man liest ja oft von den sehr erfolgreichen CEOs, dass die irgendwie schon um 4 Uhr oder halb 5 Uhr morgens aufstehen. Und ich habe mich dann gefragt, ist es effektiv so, dass man nachher erfolgreicher wird, wenn man das Nein, tut, oder ist nein, das ein Märchen? nee, es kommt einfach nur darauf an, wie du deinen Tag gliederst. Es Ja. ist ja eigentlich egal, du bist gleich viel wach. Du musst einfach verstehen, wenn du um 4 Uhr aufstehst und dann schon startest und vielleicht um 5 Uhr anfängst zu arbeiten oder um 6 sind die meisten noch am Pennen und dann stört dich auch niemand. Das stimmt. Und bei mir ist es einfach so, wenn ich sehr früh anfange zu arbeiten, dann bin ich besser im Workflow drin, weil ich habe dann wie die erste Hürde des Tages habe ich genommen. Ich weiß, wenn ich jetzt aufhöre, dann ist es ein mittelguter Tag, aber wenn ich durchziehe, dann wird es ein richtig guter Du musst Tag. überlegen, so die wichtigsten Sachen machst du als erstes und dann, also zum Beispiel das, was du gemacht haben musst und extrem wichtig ist, machst du dann also als erstes und dann am Nachmittag, nach dem Mittagessen, die unwichtigen Sachen. Ja. Weil dann bist du noch nüchternen Magen, dann hast du, oder du jetzt vielleicht nicht, aber in der Regel, wenn du halt verdaust, bist du halt ineffizienter. Ja, Das ist halt immer, das also vor Blut ist allem ja nicht hier, Mittag, vor sondern allem wenn du hier. Kohlenhydrate Ja. isst. Ja, also vor allem also Müsli ist jetzt nicht so viel, aber jetzt zum Beispiel Mittagessen, du isst Fettpasta. Dann bist du weniger effizient als davor, weil Ja. du wirst jetzt müde, deinen Magen verarbeitet und du hast jetzt vielleicht 30%, 40% weniger Energie hier im Kopf, weil das Blut halt Ja. hier sich Trinkst du viel bewegt. Kaffee Nee. oder irgendwie Also, Red Bulls oder sowas? aktuell habe ich angefangen, Red Bull Light zu trinken tatsächlich, aber möchte ich eigentlich nicht mehr tun, aber mache ich jetzt halt aktuell. Du bist halt immer ganz ehrlich, du bist halt immer von irgendwas abhängig, von irgendeiner Substanz, sage ich jetzt mal, auch wenn es nur was zu essen. Zucker ist halt extrem, Zucker, Koffein. Aber Kaffee trinke ich jetzt zum Beispiel nicht, das hat auch deutlich mehr Koffein und so weiter drin. Aber es ist halt immer irgendwas. Also ich bin mal, auch in der Ernährung ist nie was perfekt. Und weißt du, du hast halt immer da irgendwie ein Defizit oder wo du dran arbeiten kannst. Und was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, ist zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht wirklich ein Defizit mit Disziplin. Ja? Aber ich habe dafür dann ein Defizit in anderen Aspekten mit Disziplin, also zum Arbeiten. Kein Problem dort. Aber zum Beispiel beim Essen habe ich dann weniger Disziplin. Ah, verstehe. Verstehst du? Das heißt, ich benutze Disziplin nicht um meine Di oder Diät ist ja insgesamt ein Wort, also einfach halt dein Essverhalten. Da habe ich dann weniger Disziplin, weil meine Disziplin, die Willenskraft dafür woanders schon Verstehe, verwendet verstehe. worden ist. Ja? Was denkst du denn über einen Mittagsschlaf? Du kannst ja quasi die Zeit mit dem Verdauen irgendwie überbrücken. Sagen wir, du schläfst eine Stunde über Mittag, aber stehst dann auch am Morgen eine Stunde früher auf, wo du dann arbeitest. Irgendwie würde das ja auch die Produktivität zwangsläufig steigern müssen. Also Mittagsschlaf mache ich ab und zu, und dann hier am Boden, weil wir schlafen ja Hier. auch im Futon und also mache ich ab und zu auch gerne, aber nicht, weil ich dann verdaue, sondern einfach, weil ich gerade müde bin und ich kann es mir erlauben, es sagt auch niemand was, ja. Aber grundsätzlich habe ich das Problem jetzt weniger. Ich stehe halt so in der Regel, ich sage jetzt mal gegen 10 Uhr auf aktuell, so plus minus 10 Uhr, also vormittags. Und dann mache ich meine Morgenroutine, dann ist Nein. 11 Uhr und dann komme ich hier rauf ins Office und essen tue ich dann eigentlich in der Regel erst so gegen 4 oder 5 Uhr. Ja? Das erste Mal am Tag. Genau, und dann habe ich ja eh den Stream und ich kann während dem Stream verdauen. Ich habe in der Regel um 18 Uhr ja einen Stream. Aber kannst du sprechen, aufmerksam bleiben und Ja, alles, wenn du noch am Verdauen bist? das geht. Weil bei Reden habe ich weniger ein Problem, aber sobald ich dann fokussiert am Computer ruhig arbeiten muss, dann ist dann die Tatsächlich. Aufmerksamkeit
dann nicht mehr so da. Aber bei mir ist es genau umgekehrt. Ich kann am Computer in Ruhe arbeiten beim Verdauen, aber ich kann nicht. Das ist halt Typensache, Ja, ich kann Typensache. nicht unterhalten währenddessen. Und dann meistens nach dem Stream arbeite ich dann noch mal ein bisschen, weil da habe ich schon verdaut, weil das Stream geht meistens eine Stunde oder eine Stunde 30. Und dann abends essen wir relativ spät noch mal. Also ich esse halt zwei Mahlzeiten am Tag in der Regel. Also heute haben wir ja Mittag gegessen um Kein die Zeit. Frühstück? Nee. Also vielleicht höchstens so eine Frucht oder ein Snack oder so. So zwischendurch für Zucker, halt fürs Gehirn. Aber zum Beispiel heute haben wir normal Mittag gegessen, Burger. Mache ich normalerweise nicht um die Uhrzeit. Mache Ah. ich nur, wenn ich jetzt weiß, okay, wir gehen jetzt irgendwo auswärts irgendwas essen mit jemandem. Also das heißt, dann passe ich mich schon an, dann ist es mir egal. Weil ich weiß dann auch, okay, beim Reden habe ich auch nicht ein Problem damit beim Verdauen. Aber wenn ich jetzt nach dem Mittagessen, nach dem Burger jetzt direkt hier arbeiten, ihr könnt ich schon machen, mache ich dann aber auch ab und zu, aber es ist dann wirklich so, ja, ich habe dann Mühe, mich richtig zu fokussieren und in den Flow zu kommen. Aber es ist eben unterschiedlich. Du sagst ja, bei dir ist es genau umgekehrt. Ich denke, es hängt vielleicht auch noch ab von der Menge, die man isst. Ich meine, je mehr man isst, desto länger muss man auch verdauen und desto mehr muss man Ja. verdauen. Und ich glaube, dass wir hatten jetzt beispielsweise über Mittag nur einen Burger. Ich kann jetzt problemlos sprechen, also unterhalten. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, das ist schwer. Hingegen, wenn ich jetzt noch dazu einen Salat gegessen hätte oder vielleicht Und irgendwie noch Pommes, Pommes, genau, naja, das. Pommes, Ich glaube, ich wäre jetzt Kohlenhydrate. nicht. Nicht so Ich. fit drauf, Nein, ich wäre nicht. ja. Ja, also eben, das ist halt so individuell, kommt halt eben so ein bisschen drauf, wahrscheinlich eben darauf an, wie du so tickst. Und ich meine, der Körper trainiert sich auch gewisse Dinge an, wenn du kannst ihn ja dann auch umpolen über längere Zeiträume, das dauert dann vielleicht ein halbes Jahr oder länger. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Intermittent Fasting, weiß nicht, ob du das kennst. Also Ja. im Prinzip isst du dann deine Hauptmahlzeiten innerhalb von einem Zeitfenster von 8 Stunden. Und in den restlichen 16 Stunden trinkst du eigentlich nur noch, oder, also ich esse ab und zu noch Snacks, das ist nicht genau das, was es eigentlich sein sollte, aber so plus minus. Und das klappt zum Beispiel bei mir gut. Und also ein wichtiger Punkt ist immer, du musst halt dein Gewicht im Auge haben. Zum Beispiel, ich bin immer gleich schwer, schon seit 4, 5 Jahren, immer gleich schwer. Und wenn du gleich schwer bleibst und nicht wächst oder so, dann ist das ein gesundes Zeichen. Ja, also wenn du nicht viel, viel schwerer wirst oder viel, viel leichter, wenn du dein Gewicht behältst, dann ist eigentlich alles. Ich bin kein Arzt oder so, aber das ist in der Klingt Regel, logisch. klingt logisch, ja. Genau. Und vielleicht, wenn wir jetzt eh noch beim Thema sind, machst du gerne Mittagsschlaf. Oder machst du das überhaupt? Ja, ich mache es eigentlich sehr gerne. Das Problem ist, dass halt jetzt Uni zwangsläufig der Stundenplan bzw. der Tagesablauf jeden Tag anders ist. Das Problem ist, wenn ich am Montag und Dienstag einen Mittagsschlaf mache, aber Mittwoch das nicht machen kann, aber ich total müde dann. Und das ist einfach ein Risiko, dass da muss ich wirklich jedes Semester nochmal gucken, macht der dieses semestrige Stundenplan überhaupt Sinn, dass ich das angehe? Aber auch dann, der größte Fehler, den ich ab und an mache, ist, dass ich vor dem Mittagsschlaf noch irgendwie auf dem Handy etwas beginne zu machen, Nee, das ist irgendwas nicht gut. anzuschauen. Und dann geht Da ist halt auch die nochmal Mittagsschlafzeit, Blaulichte. genau, dann ist der Mittagsschlaf auch qualitativ einfach nicht mehr so gut. Und diesen Fehler mache ich die ganze Du Zeit und darfst ich auch hasse es. nicht länger als 30 Minuten. Am Sonst bist, Stück, ja, sonst bist ja. du zu müde nachher. Weil du musst eigentlich, also es hört sich ein bisschen doof an, aber du musst halt nur kurz schlafen, weil sonst wirst du nachher zu müde. Ja, so Und ein dann hast du wieder Problem. Ja, genau, und Powernap-Prinzip. dann hast du halt wieder ein Problem am Abend. Ja. Das heißt, viele machen dann den Fehler, sie machen dann irgendwie eine Stunde oder zwei, wenn sie die Möglichkeit. Und dann bist du halt dann, das klappt halt nicht so gut. Das ist dann zu heftig, weil dann hast du schon mehrere Schlafzyklen drin. Was für mich einfach am wichtigsten ist, oder was ich denke, was im Leben so viel hilft, ist eine Routine. Ja. Egal, also wie gesagt, wir haben jetzt über die Morgenroutine gesprochen und ich habe dich bewundert, als du von deiner Morgenroutine erzählt hast. Aber wenn man schon mal eine Morgenroutine hat, dann könnte man ja auch versuchen, eine ganze Tagesroutine hinzubekommen. Zu einem gewissen Teil ja, aber irgendwann wird es dann ultra langweilig. Also zum Beispiel, ich kann aus Erfahrung reden, Corona ist so gewesen, dass ich gefühlt 3 Monate oder 2,5 Monate nach während dem Lockdown dieselbe Routine hatte, jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Und wie Sieben ging Tage es die Woche. dabei? Also du merkst auf einmal gar nicht mehr, dass, du weißt nicht mehr, welcher, auch jetzt habe ich manchmal Mühe, welcher Tag, aber das ist dann ganz schlimm. Du checkst gar nichts mehr. Weil während Corona war ja eh auch alles zu, bis auf Lebensmittelläden. Ja? Das heißt, es macht dann irgendwann so, du verfängst dich dann eben in dieser Routine, wie du schon auch gesagt hast bei den Videos, und es macht ein gewisses Ding nicht mehr Spaß. Da musst du halt gewisse neue Dinge einbauen. Und so wie ich es jetzt zum Beispiel aktuell mache, ist, ich weiß, ich habe gewisse Tage, da gehe ich ins Lager, da arbeite ich am Webshop, gewisse Tage, da mache ich ein Video oder da ein Interview oder habe da Termine. Oder ich packe zum Beispiel auch immer einmal die Woche so einen Tag, da klappe ich verschiedene Termine oder Calls ab, die ich machen muss, so administrative Sachen, nicht
die bringen kein Geld oder so ein, aber die müssen gemacht werden. Ja? Und dann weißt du, okay, das ist jetzt so ein Tag, da machst du halt nur so den Admin-Stuff. Das gibt dann wieder diese Abwechslung, statt dass ich jeden Tag um 18 Uhr den Admin-Stuff mache oder Ja, so. Weißt du? verstehe. Und dann ist es auch gebatcht und dann bist du auch in einem gewissen Mindset. Das heißt, wenn ich drei Anrufe machen muss, bin ich direkt schon im Mindset, ich will das so schnell wie möglich lösen, die sollen mir das lösen. Dann rufe ich an bei der AHV, erkläre ihnen das, oh, danke, gelöst. Und dann rufe ich beim Steueramt an, gelöst, beim Zack. Und dann Ja. hast du es relativ gebatcht und dann geht es auch schneller, als wenn du diese drei Anrufe zum Beispiel über 3 Tage Ich verteilst. verstehe. Aber dann ist es ja doch irgendwie so eine Art Wochenroutine, schlussendlich. Dass einfach Ja. der Tag ist hierfür da und Nee, dieser also ich habe keine Tag. fixen Tage. Ich sage, Okay. manchmal ist es der Montag, manchmal ist es dann der Tag oder Aber du der. machst jede Woche an einem Punkt wieder In der Regel, ja. dasselbe. Oder spätestens nach 2 Wochen, wenn mal Okay. nichts gewesen und sich Ja. angesammelt hat. Weil das ist halt schon so, wie soll ich sagen, das sind wichtige Dinge, die gemacht werden müssen, aber sie haben null Prio. Wie würdest du sagen, kann man sich eintrichtern, die zwei Sachen, dass das Handy das Arbeitsgerät ist und dass man sich vor Alle allem, Apps löschen und ja, nicht Arbeits. Also wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal Facebook an. Brauchst du Facebook für jetzt deinen chinesischen YouTube-Kanal? brauche ich, weil überraschenderweise doch die einen oder anderen Chinesen Facebook verwenden. Es Aber ist, postest du dort oder schreibst du dort? ich schreibe, also. Also schreibst du auf Nachrichten oder postest du nur? Bislang haben, ehrlich gesagt, hat mich bislang keiner angeschrieben. Ja, aber dann ist das Ding, dann musst du ja nur posten, dann kannst du das über Buffer oder so machen. Du musst ja dann nicht mal Facebook installiert haben. Das Oder stimmt. du kannst sagen, hey, ich benutze Facebook nur am Computer. Aber ich benutze Facebook auch, zum Beispiel gerade kürzlich hat jemand, hat die Post ein Päckchen bei uns abgegeben, das für die Nachbarin bestimmt war, aber die waren in den Ferien. Und da brauche ich Facebook, um das ihr schnell zu schreiben. Also Dann das kannst ist du es am nicht. Computer machen und nicht am Handy. Ja, das ist eigentlich Also wahr. zum Beispiel, ich habe, Ich bin in der Falle. wenn ich Mails beantworte, ich habe dafür extra ein iPad. Nur für E-Mails? Ja, also das iPad, also ich schaue sonst nirgends Mails an. Oder sagen wir es mal so, die wichtigsten Mails schaue ich auf dem Handy an, aber da habe ich nicht alle Mail-Accounts, sondern nur die wichtigsten und ich beantworte aber auf dem Handy keine Mails. Ich beantworte nur auf meinem iMac, habe ich Mail-App zwar installiert, aber nicht eingerichtet. Weil du willst halt keine Distractions. Du willst halt, also zum Beispiel, ich kann jetzt mal sagen, mein iMac ist ein Arbeitsgerät. Ich habe auch World of Warcraft und so weiter installiert. Ja, ist gut. Ihr wisst es, meine Freunde. Aber es ist ein Arbeitsgerät. 99% der Zeit. Das heißt aber, ich benutze eigentlich kein Facebook drauf. Ich benutze eben kein Mail drauf und so weiter. Aber wenn ich Mails benutzen will, dann ist das mein iPad. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Kommentare in der Regel beantworte, das ist ja oft auch auf dem iPad. Das sind solche Sachen. Auf dem Handy ist mehr Social Media. Also ich benutze Social Media nur auf dem Handy. Nicht auf, also YouTube-Upload muss ich am Computer Ja, machen. Aber verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich habe das mit Geräten getrennt. ja. Und dann weiß ich, das Gerät ist für das, das Gerät ist für das und das Gerät ist für Ist das. auch wieder eine Routine irgendwie. Ja, also. Routine ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Regel. Nee, also eine Regel und du hilfst dir, dass du weniger Disziplin aufwenden musst, weil du hast halt deine Regel. Das ist eigentlich ein super Ansatz. Du musst gar nicht mehr Disziplin haben. Du musst, wenn du die Sachen so gestalten kannst, dass du weniger Disziplin brauchst, musst du dich nicht zu mehr Ist einfach ein Disziplin bisschen zwingen. teurer. Jetzt in diesem Ja, Fall. Logo. Ja, aber du hast ja auch ein MacBook und ein iPhone. Dann Ja. sagst du, hey, Facebook-Nachrichten beantworte ich nur noch auf dem MacBook. Und wenn ich das Handy hast du nämlich immer dabei und viel schneller draußen, dann hast du keine Facebook-App drauf. Ja. Und vielleicht sagst du Instagram, nee, Instagram brauche ich aber, weil ich mache Stories oder dies, das. Okay, dann musst du da ein bisschen mehr Disziplin aufwenden. Ja? Weil zum Beispiel TikTok, das ist ganz Oh gefährlich. ja. Ich sage mir immer, wenn ich in TikTok gehe, ich poste nur. Und Du dann postest poste ich auch. TikTok? Ja, aber so selten. Und ich probiere einfach mal ein paar Dinge aus. Okay. Und das Ding ist halt einfach, ich weiß aber, TikTok weiß ich bin auch schon hängen geblieben. Nach 2, 3 Mal habe ich gesagt, Digga, wenn ich auf TikTok gehe, ich swipe sofort rüber auf mein Profil und das war's. Und dann gehe ich nicht auf dieses Das, ja, es geht ja immer Scrolling-Wheel. weiter. Genau, und das ist halt dann auch, das muss man sich aber dann konsequent sagen. Und das funktioniert, wenn du sagst, okay, ich swipe einfach sofort zu meinem Profil, poste mein TikTok und das war's, dann gehe ich sofort wieder raus aus der App. Und ich habe das App auch ganz weit hinten. Also ich muss erstmal in den Ordner, dann noch zweimal rüberscrollen und dann kann ich es öffnen. Du musst einen gewissen Aufwand in Kauf Genau, nehmen. genau. Also auch schon Du hast nur. deine Opportunitätskosten erhöht quasi. Genau, also sprich, ich muss, es ist nicht sofort accessible und Notifications habe ich eh alle abgestellt. Also die einzigen Notifications, die ich bekomme, sind, wenn mich jemand anruft, aber mein Telefon ist auch stumm. Also das heißt jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt zum Beispiel, das ist auch ein Beispiel. WhatsApp ist das einzige Nachrichtentool, das ich mal regelmäßiger am Tag checke, weil ich habe ja keine Notifications. Und ich weiß, wenn mir jemand auf WhatsApp schreibt, ist es
auf jeden Fall wichtiger, als wenn es in Instagram oder Facebook oder sonst irgendwo ist, Auf weil ich jeden Fall. weiß halt, dass meine Handynummer haben nur eine sehr begrenzte Anzahl an Leute. Weißt du, was ich meine? Also ein sehr enger Kreis. Also das haben, wenn mich irgendwie 100 Leute auf Facebook anschreiben oder so, dann schreiben mir, also an einem Tag, also Instagram, Facebook und Co., dann ist das vielleicht auf WhatsApp vielleicht 2 Leute am Tag. Weißt du, das heißt, das ist dann ganz krass reduziert auf die wichtigeren Kontakte und da weiß ich auch, okay, da ist dann auch eine gewisse Urgency da, also eine gewisse Wichtigkeit da. Ich finde das Ding, dass der Ansatz, dass man gar nicht mehr Disziplin braucht, sondern die Dinge so auslegt, dass weniger Disziplin benötigt wird, eigentlich ein sehr interessanter Ansatz. Es klingt auch irgendwie weniger schmerzvoll. Also Disziplin zu haben ist super und ich möchte meine Disziplin verbessern. Aber wenn ich wie weniger Aufwand dafür habe, ist es eigentlich fast eine bessere Idee. Also zum Beispiel Daily Streams. Das ist ja auch Aufwand. Aber du siehst ja das Setup. Die Leute kennen mein Setup jetzt auch. Ich muss nur noch das Mikro schwenken, das Licht anmachen und dann auf Online gehen klicken. Und los geht's. Und los geht's. Das heißt, ich brauche fast keine Disziplin, um meinen Stream zu starten, Ich weil es meine, geht ultra schnell. Ich muss nichts aufbauen. Es ist alles schon ready. die Disziplin liegt ja eher darin, dass du jeden Dienstag um 18 Uhr und Also so. jeden Dienstag aktuell, jeden Donnerstag, Samstag, Sonntag. 4 Tage. Dass du diese 4 Tage, du musst hier in diesem Raum sein und bereit sein. Weil das ist wieder so typisch bei den Social Media Seiten. Du musst ihnen diese Regelmäßigkeit zeigen. Wenn du regelmäßig hochlädst, ich würde sagen, für mich, also bei meiner Erfahrung mit dem schweizerdeutschen Kanal war, dass das ungefähr 75% der Miete war, dass ich einfach regelmäßig, Einmal wöchentlich oder so. ich habe YouTube gezeigt, hey, guck her, dieser Kanal lohnt sich für dich als Plattform irgendwie zu unterstützen, weil der ist wirklich immer, der ist für dich da und der lässt dich nicht hängen. Und die Plattform hat das verstanden. Das ist lustig. Also lustig, das ist vorteilhaft. Und ich denke, das ist das absolut Wertvollste. Und ich meine, dafür braucht man trotzdem Disziplin. Also im Prinzip einfach show up every day. Ja. Genau. Oder halt zumindest in dem Rhythmus, wo du dir das sagst. Genau. Aber vielleicht ist es trotzdem jeden Tag, weil du hast ja vielleicht auch mehr Vorbereitungszeit für den Content. Und das sehen ja die Leute gar nicht. Sie sehen nur das Endprodukt. Ja. Und also das ist, glaube ich, schon der wichtigste Teil. Also auch bei mir jetzt, auch auf YouTube. Also eigentlich jeder, der irgendwie Videos macht, du brauchst eine Regelmäßigkeit. Also jetzt machst du auch einmal pro Woche, Genau. oder? Genau. Jeden Mittwoch. Hast du eine fixe Uhrzeit? Ja, hier in dieser Zeitzone wäre es 12 Uhr, Mittags. 12 Uhr mittags und in China ist das dann 18 Uhr abends. Ah, okay, nice. Weil das Das ist eine gute Zeit. Zielpublikum sollte Genau. eigentlich so plus minus am Feierabend Genau, abgeholt logisch, werden. ja. Genau, nice, nice. Also das ist ja, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, dass der Algorithmus, wie du schon gesagt hast, Genau. das so checkt und dass da halt regelmäßig neuer Content halt, wie halt eine, das hört sich so ein bisschen doof an, aber wie halt damals Fernsehsendungen. Ja, Oder halt genau. immer noch Fernsehsendungen. Was sagen wir mal, also die Tagesschau. ältesten Fernsehsendungen im deutschsprachigen Bereich sind die Tagesschau. Und wenn die jetzt einmal wäre sie um 14 Uhr gekommen, dann nächsten Tag 18:33 Ja, Uhr, genau. wie will man damals, wie hätte sich diese Sendung etablieren können? Keiner hätte sie geguckt. Aber, und das ist ja das Coole, auf YouTube jetzt zum Beispiel, die Leute können es auch noch ein Jahr später schauen. Das stimmt. Das ist dann der Vorteil. Und Leute schauen es auch noch ein Jahr Oder später oder sieben noch. Jahre später, Genau. in letzter Zeit, ich bekomme die ganze Zeit Vorschläge von Videos 2011, Ja! 2012, Ja, oder vor 2013. allem von so großen YouTubern, kennst du MK, also einfach diesen Marques Brownlee, der das ist so dieser ganz große Tech-YouTuber, 10 Millionen Ist Abonnenten. er dunkelhäutig? Ist Ja, das der? genau. Ja, Ja, dann genau. kenne ich ihn. Und mir wurde letztens ein Video vorgeschlagen, vor 10 Jahren, wo er halt so noch bei seinen Eltern zu Hause war, so als Teenager, und halt so ein Flipphone reviewed hat. Und ich Wahnsinn. habe mir einfach gedacht, geile Scheiße. Aber da sehe ich mir auch wieder, seit 10 Jahren ist der regelmäßig da, also Ja. wahrscheinlich regelmäßig dabei Also und das sehr hat regelmäßig. den Erfolg ausgemacht. Das ist halt so ein bisschen, wenn wir nochmal zum Thema YouTube bleiben, was gerade wirklich passt. Ich glaube, viele Leute fangen an, ein halbes Jahr später sagen, oh, es klappt irgendwie nicht und dann hören sie auf. Ja. Aber du musst halt irgendwie dranbleiben und irgendwann durchbrichst du die Schallmauer und das geht teilweise 1 Jahr, 2, vielleicht auch 3 Jahre. Bei den schweizerdeutschen Videos ging es 1,5 Jahre Eben, und ich musste auch mehrfach den Content anpassen und verbessern. Also ich muss sagen, ich habe viel länger gebraucht als du, weil ich Aber habe. du hast noch ein größeres Nischenprodukt. Na, also guck mal, ich habe 2009, Ende 2008, Anfang 2009 mein ersten Videos gemacht, vor 11, Wow. 12 Jahren, als kleines Kiddie noch, mit so, ohne Stimmbruch und so. Und ich habe Kann man die noch damals, finden? ja, ein paar davon schon, die ganze Zeit habe ich leider gelöscht, weil die waren mir peinlich. Leider, aber ich habe, ja, es war schon, war ich halt noch ein Teenager, wo ich das gelöscht habe.
Aber ich habe halt so mit Lego ganz angefangen, noch so mit einem Flipphone, Sony Ericsson, habe ich das aufgenommen, so ultra schlechte 160p-Videos. Und habe das dann halt so gestartet, da habe ich auch mal Let's Plays gemacht. Der Channel wurde leider gesperrt, weil ich da, glaube ich, immer geflucht habe und so, also wirklich ultra krass geflucht habe. Und das war, also ich habe, als ich dann überhaupt den Sparkojoten-Kanal gestartet habe, hatte ich schon locker 1500 Videos oder mehr in meinem Leben produziert. Wahnsinn. Und erst mit Sparkojote und dem Blog gemeinsam ist dann, das ist dann der YouTube-Channel gewesen, der eigentlich, also das ist der, wo ich mir jetzt das Office damit leisten kann und das Ja. alles funktioniert hat und so weiter. Also so gesehen, YouTube ist für mich, also ich habe sehr lange gebraucht und sehr viele Kanäle gestartet, bis es dann mal gelaufen ist. Würdest du sagen, das war so, wenn man beispielsweise die TED Talks der Ja. erfolgreichen US-amerikanischen Unternehmer anschaut, dann erzählen die immer, wie wichtig es war, dass sie mehrfach gescheitert sind, bevor sie den Durchbruch hatten. Würdest du sagen, du bist mehrfach gescheitert vorher? Ich würde schon, also so, wenn du es auf Reichweite siehst, ja, aber ich habe immer Spaß dran gehabt. Ich habe Manga-Reviews gemacht, ich habe Beyblade-Videos gemacht. Ich habe alles gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Aber das Problem dabei war, glaube ich, dass ich Dinge gemacht habe, die immer phasenweise gewesen sind. Ah. Weißt du, so Beyblades habe ich damals gefeiert, feiere ich jetzt immer noch, aber ich würde jetzt nicht mehr Videos drüber machen. Weißt du? Aber hätte ich jetzt damals wirklich krass Trading-Card-Videos gemacht, wäre es anders ausgegangen, weil ich feiere jetzt immer noch heftigst Trading Cards, sonst hätte ich nicht einen Webshop mit Trading Cards. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Und jetzt Finanzen zum Beispiel ist ein Thema, egal wie alt du bist, du wirst immer einen Bezug dazu haben müssen, weil es halt kernessentiell ist in der heutigen kapitalistischen Ja. Gesellschaft. Ja, und wenn dich das Thema eh schon interessiert, dann wird es dich auch noch in 10 Jahren interessieren, zumindest zu einem gewissen Grad. Ja. Das ist auch sehr interessant, weil doch je nachdem, woher man kommt, man immer noch dasselbe Thema verfolgen muss. Weil einfach die ganze globale Welt nach diesem Thema Genau. sich verfolgt. Ich meine, wieso hast du es eigentlich nicht auf Englisch gemacht, beispielsweise? Die potenzielle Zielgruppe wäre ja größer. Wäre größer, ja, aber es sind halt immer noch 200 Millionen deutschsprachige Menschen. Fair enough. Also, du musst ja halt immer so ein bisschen überlegen. Stell dir mal vor, du hast nur 0,5% dieser Reichweite. Also 1 Million Menschen, die dich verstehen. Und das ist deine Reichweite dann, weil die verfolgen dich. 1 Million Menschen. Stell dir vor, du launchst ein Produkt, das 1 Euro kostet. Und es kostet dich fast nichts, weil es ein digitales Produkt ist. Du hast jetzt 1 Million Umsatz gemacht, die praktisch nur Reingewinn ist. Ja. Darum, wie soll ich sagen, man kann sehr groß denken, dann ist es der englische Bereich, weil dann deckst du so viel ab. Aber man kann auch groß denken in der Nische mit 200 Millionen Menschen und du hast nur einen Bauch schlussendlich. Ja. Das ist übrigens sehr interessant, wenn wir schon von Investments sprechen. Ich denke mal, das könnte dich wahrscheinlich interessieren. In der chinesische Investmentmarkt funktioniert sehr anders als hier. Denn der Börsenmarkt ist nicht ganz so frei zugänglich wie hier. Man braucht eine Art Speziallizenz und man braucht auch gute Connections, um die zu bekommen. Es ist zwar besser geworden als noch irgendwie vor 20 Jahren, aber es ist noch nicht ganz so einfach. Was machen die Chinesinnen und Chinesen, die das nicht kaufen können? Und das ist die Mehrheit. Die kaufen Immobilien. Und deshalb hört man auch die ganze Zeit von den chinesischen Riesenstädten, die aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft werden, ohne dass Leute da drin wohnen. Die sind nicht da zum Wohnen, das sind Investments. Denn die werden Wirklich? teurer, obwohl niemand drin wohnt. Aber Die wieso werden da? einfach weiterverkauft. Das ist die Altersvorsorge. Und das ist ganz interessant, weil auf eine andere Art kann der Durchschnittschinese sein Geld gar nicht irgendwo parken, außer noch auf der Bank. Aber ja, ich meine, wer das machen will, ist natürlich super, aber die Leute möchten natürlich schon irgendwo ihr Geld anlegen. Und deshalb sind Immobilien in China so beliebt, bis zu einem Punkt, wo Ausländer daran gestoppt werden müssen, dass sie darin investieren, damit es den Chinesen vorbehalten bleibt. Aber wirklich ist Ja, das so? Also ja. darfst du als Ausländer jetzt nicht so leicht oder kommst Nein, da du nicht so kannst leicht nicht, ran? nein. Du kannst, da musst du schon irgendwie verheiratet sein mit jemandem Okay. oder Oder selber, du kannst nicht einfach dorthin kommen und investieren. Also ich meine, wenn du Arbeitsplätze bringst, dann darfst du natürlich ein Fabrikengelände und so weiter kaufen, das steht außer Frage. Aber wenn die da sehen, dass du als Ausländer massenweise Wohnungen kaufst, ah, das kommt nicht so gut an. Ah, okay, ja, Und spannend. auch eben die chinesischen Unternehmen, dadurch, dass halt die größten Unternehmen in Staatshand sind und auch gemäß der politischen Überzeugung des Staates auch in der Staatshand bleiben sollen, können die natürlich nicht auf den Markt. Entsprechend müssen die Chinesen irgendwas anderes suchen, wo sie das Geld investieren können. Und das heißt, wenn wir hier zum Teil Medienberichte sehen, wo es heißt, ja, die nächste 5 Millionen Wohnungen in der inneren Mongolei, das ist eine Provinz von China, wo wirklich nicht viele Leute wohnen. Es macht einfach keinen Sinn, dort zu bauen.
Das ist aber nicht gebaut worden, um bewohnt zu werden. Das ist gebaut, oder vielleicht mal in der Zukunft, in 50 Jahren. Aber bis dann ist das ein Investment, dessen Preis auch hochgeht. Aber wieso geht denn der Preis hoch, weil einfach mehr gebaut? Genau. Sagen wir, ich habe im Jahre 2012 das Geld für so eine Wohnung und ich kaufe die für 1 Million Yuan. Das ist das Geld dort. Das sind etwa 180.000 Franken, plus minus. Ja, die Leute, die jetzt das Geld haben, wollen das auch kaufen. Die kaufen es dann plötzlich für 5 Millionen Yuan. Dann habe ich 4 Millionen Yuan Gewinn in 8 Jahren. Aber ist das nicht irgendwie so, also ich stelle es mir dann so fast schon vor, es ist ja wie Gold im Prinzip. Ja, es wird. Also du hast ja dann nicht einen realen Nutzen der Immobilie, weil sie wird ja auch nicht vermietet, sie gibt keinen Cashflow, sondern es ist mehr so wie Gold. Ich kaufe jetzt Gold, tue das in meinem Bankschließfach und in 10 Jahren ist dann hoffentlich die Nachfrage höher oder weiterhin so hoch, aber der Preis steigt. Du hast die Wahl zwischen dem Bankkonto oder dem. Ah, und das Bankkonto, vor allem ist ja die chinesische Notenbank nicht getrennt von der Regierung. Und das heißt, du möchtest in der Regel, also wenn du natürlich in Schweizer Franken investierst, du weißt, die Nationalbank, die hat ihr eigenes Programm. Der Bundesrat, der kann sagen, was er will. Die Nationalbank zieht ihr eigenes Programm durch, die ist unabhängig davon. Genau, ja. In China ist das nicht der Fall. Das heißt, das Vertrauen in die Währung ist nicht so groß. Vor allem weiß man ja auch, dass China die Währung kontinuierlich abschwächt, damit man weiterhin gut exportieren kann. Ja. Das macht natürlich volkswirtschaftlich Sinn, aber bedeutet auch für Anleger, dass der Yuan nicht unbedingt das ideale Kriterium ist. Also dass im Prinzip inflationiert wird über die Zeit. Okay. Genau. Ja. Also ich glaube, die Inflation in den letzten 10 Jahren war irgendwie... Ich habe die Daten nicht, aber es war markant höher als hier, wenn man es aufs Jahr runterbringt. Krass. Du hast ja gesagt, die letzten... Also ich habe das bei, von der Raiffeisenbank gerepostet, fand ich mega spannend. Also war jetzt nicht ein Product Placement oder so, sondern habe das nur gesehen, fand das spannend, habe das gerepostet. Und durchschnittlich war die Inflation hier in der Schweiz über die letzten 50 oder 100 Jahre bei 2,1%. Die Realinflation. Wow. Also das heißt, Realinflation ist natürlich mit den Lohn... Erhöhungen, die das anpassen, also die reale Inflation. Wahnsinn. Das ist ja die wichtige, die reale Inflation, weil da wird dann wirklich eine Kaufkraft, weil im Idealfall in einer perfekten Welt sind deine Lohnerhöhungen dafür da, um die Inflation dann auszugleichen, damit deine Kaufkraft immer gleich bleibt. Aber das ist halt Utopie, gibt es nicht. Aber das ist tatsächlich eine der niedrigsten überhaupt auf der ganzen Welt. Du schaust gerade die Kamera an, die wird dann rot da oben. Genau, ich seh den roten Punkt. Nee, das ist dann oben. Oben wird es dann rot, die Nummer. Ach so, okay. Es nimmt gerade noch auf. Es nimmt gerade noch auf. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir das Ende hier noch reinbekommen. Ich würde sagen, es gibt jetzt einen Mittagsschlaf, so einen gechillten Mittagsschlaf, damit ich die Kamera neu starten kann und dann machen wir den Abschluss. So, zurück vom Mittagsschlaf. also das war jetzt ein super spannendes Gespräch. Ich frage eigentlich, oder ich lasse eigentlich in der Regel auch immer so die Schlussworte, ob das jetzt im Stream ist oder wenn halt jetzt physischen Gast da ist, immer dem Gast, also dir, Lionel. Und hier ist es meistens, was möchtest du den Leuten mitgeben oder was möchtest du insgesamt noch loslassen, dass die Leute wissen sollten oder was du denkst, das ist mega wichtig. Ja, danke erstmals nochmal, dass ich die Premiere machen durfte. Ich wusste das nicht, als er mich eingeladen hat. Das hat er wirklich erst jetzt gesagt. Und es war mir eine sehr große Freude. Ich denke, ich bin nicht so der Typ, der sagt, ihr müsst das im Leben beachten oder jetzt, ich möchte euch diese Message auf den Weg mitgeben. Das denke ich, das ist mehr der Job von irgendwie Politikern oder denen, die so Inspirational Speakers sind. Das habe ich nicht. Ich würde sagen, ja, was kann ich jetzt? Ich hab wirklich nichts Inspirierendes, das ich jetzt hier gerade raushauen kann. Aber vielleicht fällt dir gerade noch was ein. Spaß haben an dem, was man macht. Ich meine, du hast ja Spaß am Studium, das ist auch selten. Kann er das noch? Wir haben im Auto noch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin in einer glücklichen Position, weil ich mein Studium absolut liebe. Mhm. Und ich kenne so viele Leute, die studieren, einfach um studiert zu haben. Vielleicht studieren sie etwas, das später auch ein bisschen mehr Cash abwirft, aber das sie inhaltlich überhaupt nicht interessiert. Und bei mir ist es so, wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, habe ich die Vorlesung Sachenrecht, danach Strafrecht, dann Erbrecht. Hey, ich freue mich darauf, ich freue mich so sehr darauf, weil es einfach spannend ist. Ich meine, ich habe auch Glück mit der Uni und spannende Professoren und alles, aber wenn ihr nicht im Studium interessiert seid, ich glaube, dann werdet ihr langfristig sehr unglücklich. Also das ist auch so ein Punkt, das, was man machen möchte oder das, was man machen oder was man macht, sollte Spaß machen in erster Linie, egal ob jetzt angestellt, selbstständig, Studium, whatever. Und natürlich, irgendwo muss die Balance da sein, man soll davon leben können, ja, aber dennoch so der Spaß ist, glaube ich, schon sehr, weil das ist ja der Großteil vom Leben, die Arbeit. Ja. Das unterschätzt man, glaube ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich denke, also, wenn ich es schaffe, Anwalt zu werden, dann
gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich eher tendenziell davon leben kann. Ja, klar, Würde ich mal aber meinen. ich meine einfach, es muss ja noch Aber Spaß es muss machen, auf jeden Fall Spaß machen. weil ich meine, bis 65 ist ja hier in der Schweiz Ja. vielleicht auch länger, wenn ich mehr Oh. arbeiten will. Also ja. Ich glaube nicht, dass wir uns darauf einstellen können. Aber darum sollte es ja eben Spaß machen, damit es dann Genau. auch egal wird, Auf jeden ob man Fall. jetzt mit 65, mit 70 Auf jeden ist, Fall. Hans wie Heiri und hat dann Spaß dran. Ah, ich habe meine Parole, die habe ich wirklich immer. Das heißt, leisten, nicht fordern. Ich sehe die ganze Zeit Leute, die fordern und fordern und fordern, Bevor sie aber genau, leisten, und sie haben ja. keine Leistungsbereitschaft. Und das regt mich so auf. Ich koche innerlich, wenn ich das lese auf Facebook. Zum Beispiel, da ein Shop hat irgendwie gepostet, ja, wir verschenken an die Krankenpflegerinnen und Pfleger irgendwas. Und dann haben halt andere Leute das auch gefordert. Sie dachten, sie hätten ein Recht darauf. Nein, leistet, leistet. Das will mir nicht in den Kopf. Wie kann man fordern, ohne zu leisten? So funktioniert das einfach nicht. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, das hasse ich. Ich hasse sonst nichts, aber das hasse Also ich. eigentlich im Prinzip einfach erstmal zeigen, was man drauf hat, Ja. erledigen und dann im Nachhinein kann man schauen, hey, schau mal, hey, hast ja gesehen, das und das, so. Ja. Und nicht irgendwie erstmal groß rausposaunen und dann ist heiße Luft Ja. dahinter im Prinzip. Leisten heißt die Genau. Parole. Ja. Sehr cool, sehr geil, dass du jetzt hier gewesen bist. Wo findet man dich noch? Auf natürlich auch einem neuen YouTube-Kanal. Vielleicht kannst du da noch vielleicht was dazu sagen, auch der Blog und so weiter. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der Bock drauf hat. Auf Ja. Chinesisch, ja, vielleicht habe ich auch Leute, die Chinesisch Es verstehen. gibt Untertitel, also da sind Untertitel hinzugefügt. Man wird es auf jeden Fall auch verstehen können. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ihr mal vorbeikommen möchtet. Die Untertitel sind Englisch oder Deutsch. Ich muss das noch schauen, was am besten ankommt bei der Community. Und ja, der Kanal heißt Baili. Ich Oh, verlinke es ja, das wäre vielleicht besser. und Weil auch die das, Webseite. genau, die Webseite heißt bailioblog.com, Okay. ist aber immer noch im Aufbau, denn so eine Webseite, das erfordert auch noch Zeit. Die soll Ja. auch ein bisschen was hermachen, aber sie ist schon online. Ja, besser so, als dann zu perfektionieren und nach einem Jahr ist sie immer noch nicht online. 80-20. Genau, 80-20. Ja, hey, herzlichen Dank, Emil, dass du hier gewesen bist. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, das war jetzt das erste Interview hier. Ich hoffe, es werden in Zukunft weitere Folgen. Ich möchte auch immer wieder mal so speziellere, unerwartete Gäste hier auch mal reinholen, wenn ich schon so eine coole Ecke hier habe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da für dieses Interviewformat, das immer so relativ spontan stattfindet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute. Tschüss.